Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, heute ist nun endlich der Tag. Also heute Fotowalk, sonniger Tag. Bin nach Wernigerode gefahren mit der Q2 Monochrom und endlich Rotfilter bei Sonne. Mal sehen, was bei rauskommt. Dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es war 15, 16 Grad angesagt. Ihr seht es, keine Wolke am Himmel. Leider auch hier menschenleere Stadt. Trotzdem bin ich ganz früh nach Wernigerode gefahren. Dachte mir mit den alten Gassen, ein bisschen auch alter Architektur und Licht und Schatten und dem Rotfilter nach Magdeburg hier doch deutlich besseres Wetter. Und ja, bin da mal losgezogen und habe gesagt, okay, probiere ich mal aus. Ein paar Leutchen waren unterwegs, ich nehme an. Klar, man hat gesehen, es wurde eingekauft und rechts war auch eine Aktion, was den Außenbereich angeht. Und so bin ich da im Grunde auch nicht lange so ein bisschen durch die Straßen getigert und habe ein bisschen mit den Kameraeinstellungen rumgespielt. Letztendlich 500stel, Zwischenblende 8 und 11, Belichtungskorrektur minus 1 bis minus 2 und klar dem Rotfilter. Ja, man sieht ja immer ganz gut hier solche Bereiche halt, irgendwelche Bereiche, wo das Licht halt reinfällt, also wirklich am besten so ein harter Strahl. Oder dort hinten. Das sind so Bereiche, wo ich mich gern aufhalte, wo ich dann auch, ich hatte heute Spotmessung, Tage war ich mit mittenbetonter Messung unterwegs, hier war ich mit Spotmessung unterwegs, habe dann halt immer gewartet, ob eine Person drin war, dass ich eine Silhouette hatte, wie auch immer. Also im Grunde so ein bisschen einfach umgezogen, um auszuprobieren. Ein bisschen Wolken waren dann auch im Himmel, um zu sehen, was macht denn der Rotfilter, ist das denn wirklich so eine coole Geschichte und ja, von daher war es eine gute Stunde, die ich da rumgelaufen bin und dann habe ich mich da aber auch wieder verpieselt. Gefühlt hatte ich dann so den ein oder anderen Spot. Wie gesagt, hier war der Fokus heute auf dem Checken des Rotfilters und dennoch hatte ich einige Bilder, die zumindest auch so ein ganz gutes Gefühl vermittelt haben. Ihr seht alle Bilder jetzt hinten im Anschluss, nicht alle, wieder eine Auswahl davon in Schwarz-Weiß. Ansonsten natürlich immer auf Instagram in den nächsten Tagen was und ja, einfach machen, raus, ausprobieren und die Kamera wird immer mehr zu meiner Verlängerung und ja, wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund und ja, wir sehen uns die Tage zu einer spannenden Aktion. Also, bis dann, Dankeschön und tschüss.